Ein letzter Blick auf Boris Jelzin. Vor der Erlöserkathedrale stehen hunderte Moskauer. Der ehemalige Präsident ist da, keine 24 Stunden tot. Unter all den Trauernden wartet Nikolai Amjelin. Er hat zusammen mit Jelzin Geschichte gemacht. 16 Jahre ist das jetzt hier. Heute ist ein normaler Dienstag im April, russisch grau und kalt. Nikolai wartet 2 Stunden. Es erkennt ihn keiner. Prunkvoll aufgebahrt der Mann, den Nikolai seinen Freund nennt. Russlands erster demokratischer Präsident, Boris Nikolajewitsch Jelzin. Zur stilvollen Trauerfeier passt Nikolai irgendwie nicht. Vielleicht passt er einfach nicht mehr in diese Zeit. Genauso wie der Mann, der hier im offenen Sarg liegt. Der Abschied dauert ganze 3 Sekunden. Mehr erlauben die Sicherheitskräfte nicht. Gehen Sie sofort weiter. Das bleibt nach 2 Stunden Anstehen in der Kälte. Das bleibt vom gemeinsamen Traum von Nikolai Amjelin und Boris Jelzin. Das und die Erinnerung an einen großen Tag, damals 1991. Ich sage zu ihm, Boris Nikolajewitsch, wir haben gerade den Kampf vor dem Weißen Haus überstanden. Ich habe dir geholfen, aber ich bin kein Redner. Los, sagt er, ich bestehe drauf, du musst zu den Leuten sprechen, so wie ich auch. Und ich ging raus und sagte, der Sieg gegen die Putschisten ist ein Sieg des Volkes. Und dann hebt er meine Hand hoch und wir stehen dann so, Hand in Hand. Ein Bild, das damals um die Welt geht. Boris Jelzin als Sieger. Der Demokrat schlägt den Putsch der Altkommunisten nieder. Seine Verbündeten, Teile der Armee, die zu ihm übergelaufen sind. Und ein Mann, der rund ums Weiße Haus organisiert, ein Straßenkehrer, Nikolai mit der Panzerfahrerkappe. Er spricht in Jelzins Namen, er spricht im Namen der Freiheit. Der Höhepunkt in seinem Leben. Einen Wodka auf Boris Jelzin, das Glas muss Nikolai allein kippen. Im neuen, schicken Moskau ist Jelzin ein Reizwort. Alles, was nach den Barrikadenkämpfen, alles, was nach diesen Fotos folgte, gilt mittlerweile als verlorene Zeit. Ich glaube, Jelzin hat den Leuten geglaubt. Das heißt, er hat eben auch den falschen Leuten geglaubt, den falschen Ratgebern. Er hat die Wirtschaft umgestellt, das Geld landete aber bei wenigen Oligarchen. Uns einfachen Leuten ging es schlecht. Aber niemand hatte so eine Wirtschaftsumstellung vorher gemacht. Und Putin sorgt jetzt dafür, dass alles, was Jelzin Gutes getan hat, vergessen wird. Dieses Riesenland komplett umzukrempeln, friedlich, das war doch unglaublich schwer. Das zweite Bild, das 1991 um die Welt geht. Die Statue des Geheimdienstgründers Dzerzhinsky wird geschleift, der KGB ist entmachtet. Den Kran organisiert und die Statue transportiert ab, Nikolai, natürlich. Jubel darüber, dass der Überwachungsstaat entmachtet ist. Bilder aus einer längst vergangenen Zeit. Hier stand dieses KGB-Symbol. Vor einem Jahr wollten Duma-Abgeordnete es ernsthaft wieder aufstellen lassen. Mit seinem Land tut sich Nikolai mittlerweile schwer. Nicht nur, weil er momentan arbeitslos ist. Jetzt wird er von ehemaligen Geheimdienstlern wie Wladimir Putin regiert. Die zweite Gedenkminute an diesem Tag. Was Nikolai durch den Kopf geht, ist schwer zu sagen. Denkt er an Jelzin? Vielleicht denkt er an die Opfer des Sowjetstaats, den Boris Jelzin zu Fall brachte. Heute, 2007, fühlt sich jede dieser Erinnerungen irgendwie falsch an. Heute kümmern sich die Leute ausschließlich um sich selbst. Damals haben wir uns in die Politik eingemischt und so jemand wie Jelzin wollte das auch. Damals hing die Zukunft dieses Landes von uns ab. Heute hängt von uns gar nichts mehr ab. Es gibt jetzt noch nicht einmal Wahlen, die den Namen verdienen. Wir, das Volk, haben überhaupt keine Rechte mehr. Jelzin erklärt dem Sowjetparlament seine Pläne für den Umbau des Staates. Bilder, die in Russland erst seit wenigen Stunden wieder gezeigt werden. Hitzkopf Jelzin verlässt kommentarlos die Volkskammer. Jelzin auf dem Panzer.
Ein tatkräftiger Mann, sagt der Kommentator, ein kraftvoller Russe. Die Balkonszene am Weißen Haus. Danach geht es im Film nur mehr um Jelzins angebliches Wirtschaftsdesaster. Der Mann, den Nikolai kannte, wird kaum erwähnt. Nikolai war zu Jelzins Geburtstagen und Feiern eingeladen, als einfacher Mann. Von seinem Freund, wie er ihn nennt, vom Demokraten Jelzin, vom Visionär, lässt das Putin-Fernsehen kaum etwas über. Ich habe schon seit 5 Jahren keinen Fernseher mehr. Als Jelzin als Präsident abgetreten ist, ist die Meinungsfreiheit mit ihm abgetreten. Was hatten wir früher für unterschiedliche Meinungen in den Medien? Heute ist das wieder Staatsfernsehen, wie vor Jelzin. Letztens war ich auf der großen Oppositionsdemonstration gegen Putin. Ich habe gesehen, was für einen Polizeistaat wir da wieder haben. Da wurde sogar im Radio nichts davon gesagt. Und dann macht er sich wieder auf den Weg zurück in seine Einzimmerwohnung, der ehemalige Held des Barrikadenkampfs. Nikolai wird an der Beerdigung von Boris Jelzin nicht teilnehmen. Die Bevölkerung bleibt ausgeschlossen, sagt die Regierung im Weißen Haus. Das war das Gebäude, das Nikolai einmal verteidigt hat, zusammen mit Boris Nikolajewitsch Jelzin.